Miri und die Haftpflichtversicherung. Das ist Miri. Und das ist der Peter. Peter ist Miris Bruder. Er schläft häufig bei seiner Freundin und ist meist ein wenig spät dran. Einmal, da hatte seine Freundin Nachtschicht und er war mit Freunden für ein Konzert verabredet. Vorher wollte er noch etwas gegen sein Magenknurren tun. Da machte er sich schnell noch ein paar Eier. Und weg war er. Wie das so ist, wenn man in Eile ist, vergisst man etwas daheim. In diesem Fall war es das Handy und die Herdplatte, die munter weiter heizte und heizte und heizte. Das Konzert war prima und hinterher landete er noch auf einen Absacker bei einem Freund. Deshalb kam er erst am nächsten Tag heim. Dort empfingen ihn schon seine Freundin, ihr Vermieter und die Feuerwehr. Durch die Hitzeentwicklung der Herdplatte hatte sich der Hängeschrank über dem Herd entzündet. Das Feuer hatte dann seinen Weg durch die Wohnung gefunden und einen ordentlichen Schaden angerichtet. Die Küche und Teile des Wohnzimmers müssen komplett ersetzt werden und auch bei den Nachbarn gibt es verschiedene Schäden. Ein Sachverständiger taxierte alleine den Schaden seiner Freundin auf 12.000 Euro. Peters Ersparnisse sind damit futsch und er darf auch noch einige Zeit am restlichen Schaden abstottern. Ja, hast du denn keine Privathaftpflicht? Fragte ihn Miri, als sie davon erfuhr. Nö, mir passiert doch nie was. Normalerweise, antwortete Peter kleinlaut. Miri hat schon lange eine Privathaftpflicht. Die hat sie gleich nach der Ausbildung abgeschlossen. Ihr Versicherungsmakler hatte damals erklärt, wie wichtig dieser preiswerte Schutz ist. Eine Privathaftpflicht tritt für nahezu alle Schadensfälle ein, für die man im Alltag haftbar gemacht werden kann. Zum Beispiel als Radfahrer im Straßenverkehr. Da es in Deutschland keine Obergrenze gibt, bis zu der man Schadensersatz leisten muss, ist eine Haftpflicht Gold wert. Ihr Makler hat Miri einen leistungsstarken Tarif herausgesucht, der sein Geld wert ist. So behütet kann sie doch sehr viel entspannter durchs Leben gehen. Ganz im Gegensatz zu ihrem Bruder.